Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Minecraft Survival mit den beiden Jungs, dem Mördi. Dem Big Mana. Und den Gobiwa. Hallöcke. Hallöckelele. Wir Hallöckelele. wollen Indisch essen gehen. Hab ich überhaupt noch Stücke? Scheiße, hab ich noch Stücke? Muss mal gucken. Mit Ich hab Papalela. noch Stickies. Und mit der Tatabina. Ich muss mal in mein Lager gucken. Vielleicht hab ich in meinem Lager noch was liegen. Oh, und ich werde jetzt erstmal meine Mauer weiterbauen. Hab ich Holz? Stein? Ja, da habe ich Stein. Sehr schön. Alter, Finne. Ich habe hier so viel gedünst, ne? Alter, ich weiß ja schon gar nicht mehr. Eichen setzen, den Eichen setzen. Dahin. So, das muss ich so machen. So, da kommt noch Stein hin. Sehr schön, da habe ich ja sogar noch Werkzeuge. Hahaha. Hoppala. Spitzhacke wiederholen. Erde. Und zack. Sehr schön. Das wird doch was Schönes hier bei mir. Ich habe keine Stickies mehr. Ich habe genügend von Stickies. Okay, dann machen wir das nämlich jetzt. Oh, ist das eine Mittelaltermusik? Aber richtig. So. Was? Was ist? Was? Was denn? Was? Ja, hallo? Ja, was? Ja, was denn? Ja, was? Ja, was? Heavy. Was? Was? Heavy, was? Ja, was? Du hast doch gerade gesagt. Hä? Hallo? Was habt ihr? Wir suchen So, noch ich was wir. baue mein Möhrchen weiter, meine Mauer. Dein Möhrchen. Mauer, Müll ist weg. Nee, diese nicht. Sehr Die nicht. Mauer muss hin. Die Mauer muss hin. Oh Gott. Nein, die bleibt natürlich. Die Mauer, die ich jetzt baue. Na, wie lange noch? Warum? Ja, es kann immer sein, dass ein Creeper kommt. So geht's Weil ja nicht der kaputt, explodiert ja das. nicht. Weil der explodiert ja nicht gegen die Mauer. Ja, wenn du da aus Versehen Ja, wenn ich da stehst. stehen sollte, natürlich klar. Ah, so ist das doch perfekt. Ja, so ist das definitiv. So, ich muss gleich die Musik gleich mal ein bisschen leiser stellen nach der Aufnahme. Dahin. Glaubst du? Glaubst du? Ich denke. Dahin. Denk, ach, du denkst. Dahin. Denkst. Boah, habt ihr letztens den Vision Song Contest gesehen? Ja. Alter, das ist doch eine Blamage gewesen, oder? Hammer. Ich habe jetzt nur das hier Ende geguckt, weil ich ja von der Arbeit kam. Aber ich muss auch sagen, also ich fand es wirklich, wo ich dachte, hä? 0 Punkte, das ist seit 50 Jahren nicht mehr passiert. 50 Jahre, musst du dir mal vorstellen. Ja. Ja, es war blamabel. Und ich muss mal sagen, ich habe eben die Sängerin da mal angehört, im Nachhinein. Vorher kannte ich sie ja gar nicht. Nee, die war auch wieder durch so ein Casting-Zeug gemacht worden, glaube ich. Genau. Die Die hat war doch ohne voll gut Zweifel, gesungen. Moment, dazu musst du aber auch sagen, Mann, sie war nur die Zweitplatzierte. Sie war nur Zweite, die ja. Zweitplatzierte, genau. Der Andreas Kümmert hat gesagt, Und ich denke mal, hätte er mitgemacht. Also, ich glaube, hätte der Kümmert gesungen, ohne Scheiß, dann hätten wir locker einen Platz unter den Top 10 gehabt. Wenn nicht Ja. sogar unter den Top 5. Ja. Aber Das stimmt. aus Österreich war ja auch nicht gut. Österreich hat ja leider auch keine Punkte bekommen. Als Gastgeberland ist es auch schon extrem, naja, wie soll ich es ausdrücken? Scheiße? Ja. Aber so ist Um es das mal krass manchmal. auszudrücken, ne? Aber, naja, aber wie gesagt, dass die an Sophie, oder wie An hieß die? Ja, Sophie, an ja. Sophie, glaube ich. Das war mir von vornherein klar, dass die so scheiße abschneiden wird. Ja, okay, so Ja. scheiße habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe schon gedacht, es wird eh Nee, weil, nichts. ganz ehrlich, dass wir Deutschen, wir haben schon echt bessere Titel gehabt. Das Das stimmt stimmt. aber wirklich. Weil es hat auch zu, finde ich, halt vor, weil wie viele Jahren? 5 Jahren war doch Lena, oder? 5 Jahre? Ja, das hat zu sehr nach Lena Meyer-Landrut geklungen.
Genau. Und das daran liegt es, denke ich mal, auch teilweise. Und natürlich, sie war zweitplatzierte nur. Und es ist, hat einer mal geschrieben, muss ein bisschen mit der Zeit gehen. Ja. Und das haben und das ist nicht geschehen. Ja. Nee. Also gerade so den Nerv gerade treffen mit der Musik. Satellite war halt von Lena hier, das war halt gerade so die weiß nicht, das passte eigentlich. Das passte wirklich gut. Und zu dem Zeitpunkt hat das ganz gut reingepasst. Definitiv, aber genau. Mehr auch nicht. Nee. Wobei ich sagen muss, eigentlich finde ich es auch komisch, dass Australien diesmal mitgemacht hat und sowas halt. Ja, stimmt. Ich habe auch so Ideen. Es heißt Eurovision Song Contest und nicht Worldwide. Song Contest und nicht World Vision Song Contest. Weil dann können natürlich auch die Chinesen und alle. Amerikaner. Ja, vor allem, was ich schon gesagt habe, also so ne, zur Arbeit und sowas halt. Das erste Mal hat China mitgeguckt. Und ich wette, dass in 2 Jahren China mitmacht. Das wird passieren. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das passieren wird, ja. Es wird passieren, das habe ich im Urin. Ach so, das schmeckt so komisch, ne? Mhm. Ne, ich glaube schon, dass das passieren wird. Was du alles in den Mund nimmst, das nehmen andere manchmal nicht mehr in der Hand, ey. Ja. Der ist aber recht, also das ist irgendwie... Ach gut, ich finde sowieso, das ganze Format, das hat sich ausgelullt. Ohne Scheiß, das ist einfach nur wieder ganz einfach nur Geldmachereimaschine, mehr ist das nicht. Genau. Das ist einfach nur wieder so eine Kommerzsendung wie jetzt Schlacht den Raab oder irgendwie sowas. Also sowas braucht kein Schwein, oder Eigentlich nicht, ne. Seid ihr in der Nähe der Betten, dass wir gleich schlafen gehen können, mal? Ich bin jetzt gerade wieder in die Mine gegangen. Ah, okay. Ja, dann hat sich's erledigt. Tut mir ja, I'm so sorry und so, weißt du? Ja, ja, ist, ne, ist Arschloch, ey. Nein, ist okay, wirklich. Ich war auf jeden Fall, ich saß vorm Fernsehen und dann war, ich glaube, wie viele Länder waren dabei? 27. Insgesamt 27. Waren 27 jetzt in der letzten Runde mit dabei. So, und ich habe mir ab dem 20. angeguckt, so. Und dann sah ich dann halt, oh, Deutschland, 0 Punkte. Ich denke, na gut, kann ja noch klappen, ne? Kann ja, hätte ja auch. Und dann keine Punkte und keine Punkte und keine Punkte und keine Punkte. Und ich denke mir, was ist da denn los, ey? Noch nicht mal ein kümmeliger Punkt, ey. Ja, absolut. Wir hatten eine komplette Nullrunde. Wobei ich sagen muss, man hat am Anfang sofort gemerkt, dass das zwischen Italien, Russland und Schweden entschieden wird. Das hat man gemerkt. Da kamen die Punkte einfach und dann waren sie da. Also gut, das weiß ich jetzt nicht. Doch, ich habe ja das Ganze geguckt und man wusste sofort bei dem Voting, sobald die über 20 Punkte hatten und die anderen noch nichts, zwischen denen wird es entschieden. So. Wusste ich jedenfalls. Ich habe es auf jeden Fall so gedacht. Ja. Ich als alter Eurovision Song Contest Hase. Ja, aber es war wirklich so, also... Aber überlege mal, dass Schweden es wieder gemacht hat, ne? Wobei, letztes Mal war es Norwegen. Oslo. Ja. Ne, Oslo ist in... Oslo? Ist in Norwegen. Ja, ist aber ein skandinavisches Land, so, komm. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem, wegen so ein paar kleinen 3D-Effektchen, die da reingemacht haben. Alter! Ich stell mir mal vor... Ich stelle mir mal vor, wir Deutschen sind eigentlich doof. Wenn du die anderen Länder siehst, die Stars da hinschicken, das sind schon Stars in den Ländern. Meistens. Ja. Kennen schon viele Leute, nicht nur in dem Land, auch in den Nachbarländern. Bei uns, wir machen das ja immer so, weil wir ja immer spannend machen wollen, wir machen davor noch ein Casting. Das sind irgendwelche Leute, die man überhaupt nicht kennt, da mitmachen und dann, ne, normale Privatleute sozusagen. Warum schickt man nicht einfach mal wieder irgendeinen Star aus Deutschland dahin, der Bock drauf hat? Wie der wirklich aber schon. Guck mal zum Beispiel an, vor allen Dingen, was ich sagen muss, ist, wir sind eine deutschsprachige Gemeinschaft. Ne?
Und wieso, verdammt nochmal, müssen wir unbedingt in diesem beschissenen Englisch singen? Das stimmt auch wieder, das sage ich jedes Mal. Wieso singen nicht eigentlich überhaupt alle Länder in ihren Heimatsprachen? Was eigentlich auch richtig wäre. Ne, um ihr Land zu präsentieren und nicht Englisch zu singen. Das stimmt, hast du recht. Eigentlich. Weil guck doch mal, den letzten wirklich großen Sieg haben wir mit ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude gemacht. Deutsches Lied. Ja, und Satellite. Ja, aber das... Satellite war aber auch wieder Englisch gesungen. Ja, aber war auch ein Sieg. Also das kann man ja, jetzt nicht so... Ja, aber auch nur knapp. Das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie... Oder mal einen Mann mal wieder hinschicken. Wollen wir immer eine Frau? Ja, wie gesagt, da kümmert hätte ich es ja machen können. Aber nein, da war sich ja zu fein dafür. Oder der hatte Schiss. Das waren, glaube ich, andere Gründe. Ich glaube nicht, dass er Schiss hatte. Ich weiß es nicht. So viel wie ich weiß, wollte er nur die Musik für sich selber machen und nicht für andere. Und darum war er nicht beim Eurovision Song Contest angetreten. Ja, dann darf er aber auch nicht bei Castingshows mitmachen, ganz ehrlich. Ja, stimmt eigentlich. Wenn das seine Meinung ist, dann soll er bei sowas auch nicht mitmachen. Weil sobald er bei sowas mitmacht, macht er die Musik für andere. Auch wenn die sagen, ich mache sie für mich, die Musik ist einfach so. Wo ich dir in der Schule hier Gitarrenauftritt hatte, habe ich auch nicht die Musik für mich gemacht. Ich habe sie ja für andere gemacht, um die zu unterhalten und zu zeigen, was ich kann. Ja, normalerweise machen das ja auch. Scheiß, der konnte singen, ey. Der hat so eine geile Rockröhre gehabt. Oh ja. Ja, das sind halt die Gründe, die weiß man halt nicht. Ich weiß noch, wo der das erste Lied gesungen hatte, wo er so von der Castingshow, dieses Rocketman. Alter, das war so eine geile Stimme. Und ich hab mir den Typ noch nie angehört. Da hätte alle da weggeputzt. Ne, der kann echt gut singen. Der ist wirklich... Ich hab mir den noch nicht angeguckt, also darum kann ich da nichts zu sagen. Ohne Scheiß, Ingo, in meinen Augen, der hätte da alle weggeputzt. Seiner Rockröhre. Der hat so eine Mischung zwischen Tina Turner und Joe Cocker. Ach so. So eine rauchige Rockröhre hat er. Rauchige Rockstimme. Ja, natürlich sein Aussehen. Ja, scheiß doch mal auf sein Aussehen. Nein, ich meine jetzt einfach, er ist unscheinbar. Genau. Stimmt. Und na gut, kann man alles Geile. Nicht sagen. Aber halt schade, dass er halt nicht mitgemacht hat. Mit ihm hätten wir dann eine Chance gehabt. Da war einer dabei, der ist für Israel reingegangen. Der war 16 Jahre alt. Der sah nie und nimmer so aus wie 16. Der sah so erwachsen aus, das glaubt ihr gar nicht. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Normalerweise gucke ich mir das auch eigentlich nicht an. Aber diesmal, wie gesagt, ich war am Rumseppen und dann. Das lief dann halt nur im Fernsehen und ich so, ach komm. Da ist der Hund was drauf. Guckst du dir an. Ich war einfach nur überrascht. Wirklich so ein bisschen entsetzt sogar. Ich sagte, Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Ja, aber leider war es doch so. Ja. Kann man nichts machen. Vielleicht beim nächsten Mal, nächstes Jahr wieder. Ja. Und was ich sagen muss, bitte, 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 diese blöde Schöneberger. Oh ja, die soll weg, ey. Lass die weg. Ohne Spaß, die finde ich so... Ich will jetzt, wie gesagt, wenn jetzt irgendwelche Fans... Ohne Scheiß, nichts gegen die Frau Schöneberger, aber manchmal sieht die echt aus im Gesicht wie ein Frosch. Ekelhaft, ey. Oh, ne. Und die ist auch so fett. Gut, ich bin jetzt auch nicht der Schlankeste, aber sie ist ja so, die zwängt sich ja in Kleider rein. Ey, da sieht aus wie eine Presswurst. Also. Ja, aber das wird dann mehr vom Sender gemacht. Der Sender sagt den meistens, was die anzuziehen haben und was nicht. Das stimmt. Also da muss sich die Frau Schöneberger mal so in Schutz nehmen. Also das ist dann mehr vom Sender her, dass die sagen, jetzt hier, du hast jetzt das und das anzuziehen und so, fertig aus. Machst es nicht, suchen wir uns einen anderen Moderator. Ja. Da muss ich Molly recht geben. Sag ich mal, du hast nur noch 20 Minuten. Sekunden. 20 Sekunden. Ja, warte. Wir können auch eine 16-Minuten-Folge draus machen, weil wir hatten jetzt wirklich viel Gesprächsstoff.
Aber das werden wir wohl in der nächsten Folge lieber machen. Also heute muss ich ja ganz ehrlich sagen, in der Aufnahmesession, vorhin schon die erste Folge, jetzt wieder, Alter, wir reden ja eigentlich nur. Heute ist nicht ganz so, nicht lustig, aber halt so mehr ernst, das Ganze. Aber muss auch ab und zu auch mal sein. Ja, wir haben halt heute mal eine kleine Diskussionsrunde hier. Genau. Finde ich aber, wie gesagt, auch nicht schlimm. Nicht verkehrt. Nee, überhaupt nicht. Ja, ist das hast schön. Du recht. Lieber ein bisschen mehr labern, als wie sich totschweigen. Och. Genau, das ist sowieso das Wichtigste. Genau. Aber wie gesagt, wir reden beim nächsten Mal dann weiter. Vielleicht genau. Ein anderes Thema, weil ich habe, glaube ich, noch eins auf der Zunge. Mal gucken. Ja, gut. Die, was ist denn? Ja, gut. Gott. Beste Idee. Auf der Zunge sagt man doch so. Nee, gut. Ja, ich weiß. Alles klar. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Heute wieder bei Minecraft Survival mit dem Mördi. Dem Big Mana. Und den Ingo Viva. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Jungs, ich bin stolz auf euch.